Aktuell gibt es ein Projekt mit dem Karlsruher Institut für Technologie zusammen, eben der Karlsruher Universität, mit dem Ziel, eine Software zu entwickeln, die es ermöglicht, eben eine wiederkehrende Optimierung von komplexen Planungsvorhaben durchzuführen. Dieses Projekt ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und die Aufgabenteilung sieht so aus, dass das KIT natürlich wissenschaftlich an die Sache rangeht. Das heißt, die Kollegen beschäftigen sich mit den mathematischen Methoden, mit dem Ziel, einen möglichst optimalen Plan hinsichtlich Zeit oder Gesamtkosten und das noch in praktikabler Rechenzeit zu finden. Hier ist vielleicht nochmal wichtig, die praktikable Rechenzeit. Wir sprechen hier wirklich davon, dass wir innerhalb weniger Minuten bereits einen optimierten Plan zur Verfügung haben. Das heißt, man kann das auch auf handelsübliche Rechner oder auch auf handelsüblichen Servern alles ausführen lassen. Das Beispiel, das ich Ihnen nachher zeige, werden wir hier an meinem Arbeitsplatzrechner ausführen. Diese mathematischen Methoden, das sind Lösungsverfahren für das Resource Constraint Project Scheduling Problem. Wer will, kann sich da gerne noch ein bisschen schlau machen. Wir, die Rodias GmbH, wir versuchen nun aus diesen mathematischen Methoden, aus dem Algorithmus, eine Software zu bauen mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Und diese Software, die dient als Add-on zu existierenden Projektplanungstools, zum Beispiel MS Project oder auch Oracle Primavera, für die periodische wiederkehrende Optimierung eines Projektstandes und vor allem auch für die Gegenüberstellung des Optimierungsergebnisses mit dem eigentlichen Eingabeplan, damit man sich als Planer dann auch für ein Optimierungsergebnis entscheiden kann, mit dem weitergearbeitet werden soll. Diese Software nennen wir OpenCELOS. Schauen wir uns die Optimierung mit OpenCELOS an. Wir haben einerseits die klassischen Projektplanungssysteme, wie zum Beispiel MS Project oder Oracle Primavera, aber natürlich auch in Excel wird oft noch geplant. Und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, die Produktpalette der Rodias GmbH, nämlich das OpenChat und das Insight Control Panel anzubinden. Was passiert? Man importiert den kompletten Projektstrukturplan ins OpenCELOS. Im OpenCELOS gibt es dann die Möglichkeit, diesen Projektstrukturplan zu optimieren, zum einen nach der Projektlaufzeit. Dort werden Informationen benötigt, wie die Tätigkeitsdauer, die ganzen Vorrangbeziehungen der Tätigkeit. Man hat auch die Möglichkeit, Tätigkeitsalternativen zu hinterlegen. Die klassische Idee oder das klassische Beispiel ist dort immer Eigenfertigung oder Fremdfertigung. Das heißt, mache ich einen Vorgang selber oder lasse ich ihn von jemandem externes, von einem Lieferanten machen. Dort gibt es natürlich dann die Ressourcennutzung in je Tätigkeit und je Ressource sollte man noch eine maximale Verfügbarkeit angeben. Als zweiten großen Punkt kann man mit dem OpenCELOS eine Optimierung nach den Gesamtkosten vornehmen. Dort müssen natürlich dann im Projektstrukturplan auch Kosteninformationen hinterlegt sein. Man benötigt zum Beispiel Ausführungskosten einer Tätigkeit, das heißt, wie viel kostet mich das wirklich, wenn ich diese Tätigkeit mache. Man kann Fertigstellungsbonus einer Tätigkeit hinterlegen, das ist so ein Anreiz für den Optimierer, eine Tätigkeit mit einem hohen Fertigstellungsbonus nach vorne zu schieben. Und man kann natürlich noch und sollte noch die Investitionskosten einer Ressource hinterlegen. Mit diesen Informationen hätte man dann die Möglichkeit, eine Optimierung nach Gesamtkosten zu machen. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die Simulation mehrerer Szenarien. Das heißt, man kann mit den OpenCELOS auf einem Projektstrukturplan mehrere Optimierungen vornehmen, indem man einfach die Eingabedaten verändert. Werde ich Ihnen nachher dann am Beispiel auch zeigen. Oder es gibt dann mit dem aktuellen Projekt bald die Möglichkeit, die Stoffstromplanung in die Projektplanung mit zu übernehmen. Dort habe ich einen kleinen Ausblick am Ende des Vortrags noch vorbereitet. Schauen wir uns jetzt die Optimierung als integraler Bestandteil des Projektplanungsprozesses an. Die Erfassung des Projektfortschrittes geschieht im Projektplanungstool. Dort wird meistens monatlich abgefragt, wie ist der aktuelle Stand der Tätigkeiten und das wird natürlich auch im System erfasst. Nach der Erfassung und nach der veränderten Ausgangssituation kann es natürlich zu Plananpassungen kommen und diese Plananpassungen, dadurch könnten Planungskonflikte entstehen, klassischerweise Ressourcenüberlastungen. Diese jetzt auszugleichen bzw. zu beseitigen, ist in den klassischen Projektplanungstools möglich, aber leider nicht optimierend möglich. Das heißt, es werden diese Planungskonflikte zwar aufgelöst, aber der Projektplan, der rauskommt, ist nicht optimal hinsichtlich der Projektlaufzeit und eben hinsichtlich der Ressourcenauslastung. Was kann man jetzt machen? Man kann eben diesen Plan ins OpenCELOS importieren. Dort, wie bereits erwähnt, kann man dann entweder eine Optimierung nach Projektlaufzeit vornehmen oder eben nach den Projektgesamtkosten, je nachdem, welche Daten hinterlegt sind und was das Ziel der Optimierung ist.
Man hat dann die Möglichkeit, mehrere Optimierungen durchzuführen. Das heißt, durch Veränderung der Eingabedaten kann man dann eine Simulation machen, was wäre wenn, und kann sich diese Optimierungsergebnisse dann grafisch visualisiert gegenüberstellen lassen. Und man entscheidet sich dann für ein Optimierungsergebnis, mit dem weitergearbeitet wird. Das wiederum exportiert man in das Projektplanungstool und beginnt dort die weitere Bearbeitung. Wie man sieht, ist das ein Kreislauf und der wiederum zyklisch, das heißt klassischerweise monatlich findet er statt. Ich würde jetzt gerne zum Live-System wechseln und Ihnen das ganze Szenario mal am lebenden Objekt zeigen. Hier nun unser Beispielprojekt, mit dem ich die Optimierung mal zeigen möchte. Ich habe das Beispielprojekt im MS Project geöffnet. Ganz kurz vielleicht ein paar Informationen zu dem Projekt. Wir werden es jetzt nicht uns ganz genau anschauen können, ist aber auch nicht notwendig. Dieses Projekt hat am 1. Juli diesen Jahres gestartet. Es hat im Moment einen Endtermin vom 21. November 2023 und wir haben einen Status hergestellt vom 30.09. Das heißt, ich habe mal die Ist-Daten vom 30.09. erfasst. Wenn wir uns das jetzt anschauen, sehen wir hier diese ganzen Tätigkeiten. Man sieht eben durch die Erfassung des Projektstatus, dass es auch Tätigkeiten gibt, die bereits abgeschlossen sind. Des Weiteren sehen wir aber auch Tätigkeiten, die in Arbeit sind. Das kann man hier dran erkennen, dass eben der kleine Strich schon andeutet, dass die Tätigkeit schon angefangen wurde. Ich habe hier auch mal eine Tätigkeit eingefügt, die genau zu diesem Datum auch starten muss. Das heißt, es ist eine Tätigkeit, die hier starten muss, weil man zum Beispiel schon einen Lieferanten beauftragt hat. Da gibt es eigentlich keine Möglichkeit mehr, das umzuplanen. Und wir sehen eigentlich auch, dass wir relativ viele Vorrangbeziehungen haben und die meisten Vorgänge haben auch viele Ressourcennutzungen. Zu den Ressourcen schauen wir uns das gleich nochmal an. Wir haben in diesem Beispielprojekt 20 Ressourcen. Die meisten Ressourcen haben eine maximale Verfügbarkeit hinterlegt, wie zum Beispiel die Ressource Abbauroboter. Hier habe ich 200% hinterlegt. Das bedeutet, wir haben 2 Abbauroboter zur Verfügung. Diese maximalen Verfügbarkeiten sind natürlich wichtig für die Optimierung, weil die müssen natürlich vom Optimierer eingehalten werden. So habe ich auch noch ein paar andere Ressourcen, habe ich hier die maximalen Verfügbarkeiten hinterlegt, wie die Fachkräfte. Dort gibt es nur 20. Wir haben 10 Vorarbeiter und hier unten einen Spezialkran und den haben wir auch nur einmal. Alle anderen Verfügbarkeiten habe ich mal auf 100 gesetzt. Das heißt, ich habe die so hoch gesetzt, dass sie eigentlich bei der Optimierung nicht bindend sind. Der Hintergrund ist einfach, um das Beispielprojekt ein bisschen besser zu verstehen. So, wir haben hier den Stand. Wir wechseln mal ins OpenCelos. Dazu melde ich mich am OpenCelos an. Nach der Anmeldung sieht man eine Übersicht, wie viele Projekte bereits im OpenCelos vorhanden sind. Ich würde jetzt aber gern unser neues Projekt von MS Project importieren. Dazu wähle ich einfach meine Beispieldatei aus, die ich Ihnen gerade gezeigt habe im MS Project und importiere die mal. Importieren bedeutet, dass OpenCelos hat eine eigene Datenverwaltung, es hat eine eigene Datenhaltung und es ist eine klassische Webanwendung mit einem Server. Hat natürlich dann den Vorteil, dazu will ich später nochmal kommen, dass wir diese ganzen Dinge, die wir jetzt an der Oberfläche machen, auch automatisiert und technisch integrieren können in eine bestehende Struktur. Das heißt, wir haben hier eine diverse Anzahl von Schnittstellen, wie man dann die Optimierung auch anbieten kann. Der Plan wird jetzt importiert. Nachdem er dann importiert ist, steht er auch im OpenCelos zur Verfügung. Er ist nun da. Wir sehen hier schon mal diese Rahmenbedingungen des Projektes. Das haben wir auch im MS Project gesehen. Am 1. Juli startet es. Wir haben einen Projektstatus erfasst in diesem Projektplan. Der war vom 30. September. Wir wechseln jetzt mal in die Tätigkeitsanzeige. Dort sieht man eigentlich hier unten die klassische Tabelle der Tätigkeiten. Genau wie das auch im MS Project war. Wir haben alle Start-Ende-Daten importiert. Wir haben die Vorgangsbeziehungen importiert. Und wir haben natürlich auch die ganzen Ressourcennutzungen importiert. Kleine Zusammenfassung, was es hier im OpenCelos gibt. Das Beispielprojekt hat 232 Tätigkeiten. Diese 232 Tätigkeiten, die bestehen in 254 Vorrangbeziehungen zueinander. Wir haben 20 Ressourcen, die wir schon gesehen haben. Und diese 20 Ressourcen sind über 1000 Mal zugeordnet, also in Verwendung. Auch hier haben wir wieder das Projektende. Das ist der 21. November 2023, genauso wie in unserem Originalplan.
Und wir haben hier noch ein bisschen eine kleine Übersicht über den Status der Tätigkeiten. Wir haben ja gesehen, dass bereits schon abgeschlossene Tätigkeiten existieren. Und wir haben eben auch sogenannte fixierte Tätigkeiten. Wenn Sie sich erinnern, das war die eine Tätigkeit, wo wir gesagt haben, die ist schon fremdvergeben, die darf eigentlich hier nicht mehr geändert werden. Zusätzlich haben wir noch 4 Tätigkeiten, die aktuell in Arbeit sind. Gut, ich würde sagen, hier reden wir nicht lang drum, wir starten einfach die Optimierung. In der Übersicht gibt es hier die Möglichkeit, die Optimierung zu starten. Ich würde das auch gerne einfach mal starten und dann Ihnen die Eingabedaten erklären, während die Optimierung läuft. Dann haben wir ein bisschen Zeit. So, die Optimierung ist gestartet. Was kann man mitgeben? Zum einen kann man die Dauer der Optimierung mitgeben. Ich habe hier 120 Sekunden, das heißt 2 Minuten, einfach mal mitgegeben. Klassischerweise, wenn man das dann wirklich ins Projektplanungsprozess integriert hat, lässt man das auf dem Server laufen. Man kann das auch, da das nur monatlich wahrscheinlich stattfindet oder vielleicht auch wöchentlich, kann man das gerne über Nacht laufen lassen. Das heißt, in der Praxis wären das sicherlich mehrere Stunden, die man das laufen lässt. Warum kann man überhaupt eine Dauer der Optimierung angeben? Es ist so, der Optimierer, der sucht erstmal eine Initiallösung, eine gültige Initiallösung, wo alle Vorrangbeziehungen beachtet werden und wo alle Ressourcenverfügbarkeiten beachtet werden. Ausgehend von diesem Plan bricht er auf, da wird der Plan aufgebrochen, es wird sozusagen eine Neuanordnung der Vorgänge vorgenommen und diese Neuanordnung der Vorgänge muss natürlich wieder den Kriterien entsprechen und dann wird einfach verglichen, ist mein neuer Plan hinsichtlich der Projektlaufzeit besser als der alte, wenn ja, dann wird der gespeichert und wird der als Optimierungsergebnis behalten. Das heißt, wir haben eigentlich zu jeder Zeit einen gültigen Plan, können den vom Optimierer immer abfragen. Wir wissen natürlich nicht, ob es der optimale Plan ist. Wir haben ein Startdatum der Optimierung angegeben. Hier habe ich den 1. Januar nächsten Jahres angegeben. Das ist jetzt so, dass der Optimierer nur die Tätigkeiten anfasst, die ab dem Jahr 2021 sind. Das heißt, die Tätigkeiten in diesem Jahr, auch wenn sie noch nicht bearbeitet wurden, sollte der Optimierer in Ruhe lassen. Hier unterstützen wir das klassische Thema der rollierenden Planung. Das heißt, man hat eine Detailplanung gemacht, wo man sich schon viele Gedanken über die Tätigkeiten gemacht haben, die sollte der Optimierer doch bitte nicht mehr anfassen. In dem Fall habe ich jetzt die Detailplanung bis zum Ende des Jahres definiert. Ab dem nächsten Jahr darf der Optimierer die Sachen anpacken. Mit Initialstart bedeutet einfach, wir haben einen gültigen Plan und diesen gültigen Plan kann der Optimierer auch gleich als Initialstart benutzen. Dann hat er eigentlich diesen Initialaufwand nicht, sich einen gültigen Plan zu erarbeiten, weil der ist ja schon da. Optimierung, ich lasse nach Laufzeit optimieren, das heißt, mein Ziel ist die geringste Laufzeit. Aber wie schon erwähnt, haben wir hier auch die Möglichkeiten, nach Kosten bzw. nach Gesamtkosten zu optimieren. Ich gehe nochmal ganz kurz rein, wie Sie sehen, in diese Optimierungseinstellungen. Ich habe die Optimierung synchron gestartet an der Oberfläche. Klassisch wird man das natürlich im Hintergrund laufen lassen, vor allem wenn sie stundenlang dauert, diese Optimierung. Und wie bereits erwähnt, diese Optimierung kann man auch über Schnittstellen anstoßen und nicht nur hier über die Oberfläche. Gut, was ist passiert? Wir haben natürlich hier immer noch unseren Ausgangsplan, der auch in MS Project vorhanden ist. Wir haben aber jetzt hier ein Optimierungsergebnis. Wenn ich mir das auswähle und ich gehe nochmal in die Projektinfos rein, dann haben wir jetzt ein paar mehr Infos. Die Infos hier oben, die zum Referenzobjekt, haben sich natürlich nicht geändert. Wir hatten Eingabeprojekt, hatte immer noch den 21. November 2023 als Ende. Hier unten haben wir jetzt aber Ergebnisse der Optimierung. Der optimierte Plan hat jetzt ein Endergebnis vom oder ein Enddatum vom 5. Juli 2023. Hier hat die kurze Optimierung bereits schon ein paar Monate an Projektlaufzeit verkürzt. Hier noch die Eingabedaten, die gespeichert wurden und ganz interessant ist dann hier unten die Ressourcenübersicht. Wir sehen hier die Eingabewerte der Ressourcen. Das heißt, wir haben die Ressourcen eingegeben und wir haben dazu maximale Verfügbarkeiten definiert. Wie wir das auch schon in MS Project gesehen haben. Klassisches Beispiel hier ist bei mir immer der Abbauroboter. Wir haben gesagt, der ist nur zweimal verfügbar. Und die Optimierung hat den dementsprechend auch nur zweimal maximal verwendet. Was aber interessant ist, die Optimierung oder an dem optimierten Plan werden diese zwei Abbauroboter an 99,5% aller Tage auch verwendet. Das heißt, das ist eine Ressource, die wirklich sehr, sehr stark verwendet wird. Diese Informationen haben wir natürlich jetzt hier bei allen Ressourcen und Sie sehen auch, ich habe hier welche angegeben, die haben keine maximale Verfügbarkeit, das heißt, die sind keine Restriktion für den Optimierer.
Dasselbe haben wir hier bei den Spezialkran, der war nur einmal da, allerdings wird der auch nur knapp zu 30% verwendet. Also wir haben das Optimierungsergebnis und wir schauen uns jetzt mal an, wie die Veränderungen im Projektplan aussehen. Wir haben hier im OpenCellos die Möglichkeit, uns ein Gantt-Diagramm anzeigen zu lassen mit den Veränderungen. Man sieht hier immer die Tätigkeit und hier sieht man, die grüne Tätigkeit ist die, die der Optimierer herausgefunden hat oder die der Optimierer berechnet hat, und die rote Tätigkeit waren die Eingabedaten. Wenn wir da noch ein bisschen weiter nach unten scrollen, dann sieht es so aus, dass wir hier Tätigkeiten haben in einem leichten Hellgrün. Die hat der Optimierer den gleichen Start- und Endewert errechnet, wie die Eingabendaten waren. Das heißt, da hat sich nichts verändert. Und bei allen, wo sich was verändert hat, sehen wir diesen grünen vom Optimierer und diesen roten Tätigkeit, die Eingabedaten waren. Was sehen wir denn noch? Wir sehen die grauen Tätigkeiten, das sind die abgeschlossenen Tätigkeiten, die sind natürlich nicht verändert worden. Wir sehen dann hier diese blauen Tätigkeiten, das sind die Tätigkeiten, die in dieser Detailplanungszone sind, das heißt die Tätigkeiten, die noch in diesem Jahr anzugehen sind und die der Optimierer nicht angefasst hat, weil wir haben ja zum Optimierer gesagt, bitte optimieren wir erst ab dem 1. Januar 2021. Orange Tätigkeiten haben wir auch noch, das sind Tätigkeiten, die in Arbeit sind, das heißt, sie sind schon angefangen, die darf der Optimierer natürlich auch nicht verändern. Und wir haben hier unsere einsamen, allein unsere fixe Tätigkeit, dieser schwarze Balken, das ist auch eine Tätigkeit, die in der Zukunft liegt, die aber nicht vom Optimierer verändert werden darf. Der Optimierer braucht natürlich die Tätigkeit, weil dort werden natürlich Ressourcen verwendet, die woanders nicht zur Verfügung stehen. Und somit hat man jetzt eigentlich eine relativ schöne Übersicht über das Optimierungsergebnis, was gemacht wurde. Man sieht auch immer hier, wie das so leicht sich nach vorne verschoben hat. Gut, jetzt kommen wir nochmal zurück auf das Optimierungsergebnis, das ich Ihnen ja schon gezeigt habe. Ich möchte nochmal zum Thema Simulation kommen. Wir haben jetzt hier den Abbauroboter, den haben wir zweimal zur Verfügung. Und diese zweimal werden ja 99 oder weit über 99% aller Tage auch verwendet. Das heißt, es ist eine ziemlich kritische Ressource. Wenn da eine ausfällt, sieht das Projekt schon ganz anders aus. Die andere Frage ist aber, die wir uns stellen können, wie sieht es eigentlich aus, wenn wir drei Abbauroboter haben? Das ist Thema, Stichwort Simulation. Das heißt, wir gehen einfach zu den Ressourcen. Im OpenCellos verändern nicht die Originalwerte, sagen, wir haben jetzt drei Abbauroboter zur Verfügung. Gehen wiederum in die Tätigkeitsübersicht und werden jetzt nochmal mit den veränderten Eingabedaten eine Optimierung starten. Ich lasse die Optimierung mal ein bisschen schneller laufen, damit wir da nicht mehr so lange zuschauen müssen. Sonst mache ich die gleichen Eingabewerte, das heißt bitte erst ab nächsten Jahr optimieren. Den Initialstart darf er gerne mitnehmen und wir lassen den Optimierer mal 30 Sekunden lang optimieren. Vielleicht so noch ein kleiner technischer Hinweis, was hier passiert ist jetzt, dass in diesem kleinen Beispielprojekt, was wirklich für den Optimierer nur sehr klein ist, wird pro Minute ca. 50.000 verschiedene Varianten des Projektplans miteinander verglichen. Und das wird noch auf, in dem Fall jetzt hier, 4 Threads gemacht. Das heißt, wir schaffen hier pro Minute weit über 200.000 Vergleiche von verschiedenen Projektplänen und haben damit natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir einen besseren, einen optimierteren Projektplan auch bekommen. Ich habe das jetzt hier nur 30 Sekunden laufen lassen, wegen der Demonstration, wegen der Präsentation. Wie bereits schon erwähnt, macht man das eigentlich mehrere Stunden und dementsprechend kommt man dem Optimum des Ergebnisses schon sehr, sehr nahe. Gut, wie man jetzt sieht, habe ich ein zweites Optimierungsergebnis und man sieht schon hier hinten, das erste mit zwei Abbaurobotern hat den 5. Juli als Endtermin. Bei der Optimierung mit drei Abbaurobotern sind wir schon beim 27. März. Also wir haben nochmal eine deutliche Verkürzung des Projektes hinbekommen. Hier nochmal die Übersicht. 27. März sind wir jetzt. Upsala. Wir schauen mal ganz kurz wieder zu unserem Abbauroboter. Wo ist er denn? Hier ist der Abbauroboter, jetzt haben wir drei zur Verfügung und diese drei werden jetzt nur noch an 50% aller Tage verwendet. Das heißt, selbst wenn man eine ausfällt, hätte man noch ein bisschen Reserve. Das ist eigentlich zum Thema Optimierung. Wie geht es weiter? Der Optimierer, also der Planer, wählt sich eigentlich jetzt ein Optimierungsergebnis aus, das er weiterverwenden will. Dieses Optimierungsergebnis kann er sich jetzt exportieren. Das werde ich hier auch mal tun. Ich exportiere das in Excel.
Das heißt, es werden jetzt nur die optimierten Tätigkeiten genommen, es werden nicht diese abgeschlossenen Tätigkeiten verwendet, weil die brauchen wir nicht mehr, die sind ja auch nicht verändert worden. Wir haben jetzt hier das Optimierungsergebnis runtergeladen, in dem Fall als Excel-Datei, gehen jetzt direkt in MS Project rein und laden uns dieses Optimierungsergebnis zu dem existierenden Plan dazu. Was mache ich? Ich wähle eben diese Excel-Tabelle aus. Dann startet hier in MS Project automatisch der Import-Assistent. Was man dort machen kann und was man machen sollte, ist ganz wichtig, man tut jetzt die Daten von der Excel-Tabelle mit dem aktuellen Projekt zusammenführen. Ich sage, ich habe Vorgänge, die Ressourcen, die haben sich nicht verändert, die lassen wir einfach. Ich nehme die Vorgänge rein, alles ist schon vorgeblendet, ich kann Ende sagen und die Daten werden importiert. Nach dem Import sieht auf den ersten Blick der Plan erstmal gleich aus. Wir schauen aber gleich mal in die Projektinformationen rein. Wir sehen natürlich, dass hier jetzt der Endetermin auch auf dem 5. Juli ist, auch im MS Project. Das heißt, die optimierten Vorgänge sind jetzt im MS Project und es kann hiermit weitergearbeitet werden. Was man bei Import machen kann und was auch hier gemacht wurde, ich habe jetzt hier einen Basisplan erstellt. Das heißt, wir haben hier diesen grauen Balken, was der Basisplan ist und das ist eigentlich der Eingabewert, das heißt die Zeiten der Tätigkeit vor der Optimierung. Soweit eigentlich mal zur Präsentation des Praxisbeispiels. Ich gehe mal wieder zurück zum Foliensatz. Ich würde sagen, das war es für heute von meiner Seite. Wenn Sie noch Fragen haben, wenn Sie weitere Informationen benötigen, jederzeit gerne. Mein Name Peter Stengle, Sie haben hier meine Kontaktdaten. Oder Sie können natürlich auch gerne zu meinem Kollegen Herrn Wagner gehen. Ansonsten kann ich nur noch sagen, bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald.